Servus. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, Hörerinnen. Mal wieder Samstag, Verantwortungstreff oder Samstalk, die älteste Talkshow von Schenkerbewegung seit mindestens 10 Jahren. Sinn der Sache, aus dem ganzen Fluss des Alltagslebens immer mal wieder raustreten und sich die große Verantwortungsfrage stellen. Und die Form hier hat sich gut entwickelt. Also wir verstehen uns gleichzeitig auch als Keimling für eine digitale Kommuneentwicklung. Natürlich sollen die Kommunen auch physisch vor Ort überall entstehen. Aber der Hauptlebensnerv ist das offene Miteinander reden und argumentieren, die freie Argumentekultur. Und dieser Lebensnerv, der geht auch schon unter Menschen, wenn sie sich digital so begegnen. Das hängt einfach von der Ehrlichkeit, Echtheit oder Substanz der Menschen in diesem geistigen Leben ab. Und das wollen wir hier schon mal vorzeigen. Wir haben hier oft ein Kernteam aus dem guten Dylan, meiner Unbedeutendheit und sonst war oft der Louis mit dabei, aber jetzt einige Male auch die Gela, eine ganz wagemutige Mitaktivistin, mit der ich in Berlin zusammengewirkt habe, wo wir hingegangen sind und versucht haben, ein nicht mehr genehmigtes Widerstandszeltcamp doch irgendwie am Leben zu halten, auch mit illegalen Zeltaktionen, Strafanzeigen, was weiß ich alles. Und die Gela war richtig wagemutig mit dabei, hat auch die Genehmigungsanträge und so gemacht. Ja, also Gela ist auch eine wagemutige Mitaktivistin. Ja, was danke. Gibt's noch zu sagen? Ja, danke. Wer das über diesen Talk, dieses Miteinanderreden hinaus in die Tiefe und Breite weiterverfolgen will, da gibt es ein Forum für, ein hoffentlich zensur- und korruptionsfreies Forum, findet man unter www.freie-argumente-kultur.de. Und was gibt's noch zu sagen? Ja, der Dylan hat auch eine Anzeige geschaltet, wo wir anbieten, dass wenn andere Leute sich mit auf diesen Weg zur Kommune machen wollen, dass wir da auch den Versuch einer wissenschaftlichen Supervision durchführen können, soweit das in unseren Kompetenzen enthalten ist. Und ja, wir gestalten es technisch hier so im Gespräch in Form des Redekreises, also eine feste Reihenfolge, jeder hat ein paar Minuten. Die genaue Zahl, wie viele Minuten und das Messen der Minuten legen wir immer vertrauensvoll in die Hände unseres guten Dylan. Und in dessen Hände lege ich damit auch den ersten inhaltlichen Beitrag heute Abend. Bitte schön, Dylan. Ja, ich sozusagen zeige erstmal vorab ein paar Bildchen, damit wir alle, damit die Leute alle im Bilde sind. Das ist nochmal das Forum, das hatten wir eben schon und jetzt geht's hier weiter mit mal so ein paar Bildchen. Das ist jetzt Bilder von mir. Das ist das neueste Foto von mir, das sehe ich. Ich weiß gar nicht, ob man mich da erkennt. Und das ist nochmal ein Foto vom Öff-Öff. Und hier die Gela. Ne? Und das haben wir ja als Bilder jetzt. Und dann kann ich ja loslegen. So viel als Einführung. Wir sprechen ja auch über die Partei des Gemeinwohls immer wieder mal. Und ich fange aber mal so an. Ja, so, es kann losgehen. Ja, meine Befürchtung kennt ihr ja schon, aber die will ich mal so formulieren. Dieses Universum mit DNS-basiertem Leben erlaubt möglicherweise einfach kein glückliches Leben, weil alle Arten mit sehr großen Gehirnen eventuell alle gemeinsam die Marktwirtschaft immer wieder erfinden, weil das einfach eine Durchgangsphase ist, dass der Tauschhandel einfach jeder Art,
die ein großes Gehirn hat, als attraktiv erscheint, man dabei nicht sieht, dass das gefährlich ist und dass am Ende sowas wie der Kapitalismus oder die Marktwirtschaft rauskommt und dann alles zerstört wird, die Erde zerstört wird, im Moment schon der Weltraum verdreckt wird, der Müll liegt schon im Weltraum, die Meere sind verdreckt, alles wird vermüllt und alles wird kaputt gemacht, die Menschen, die Lebewesen werden unglücklich, egal welches Lebewesen ein großes Gehirn hat. Und wenn es dann unglücklich wird, dann sozusagen, dann kauft es maximal viel und dann freut sich die Marktwirtschaft oder hat sie Erfolg und dann tritt was ein, nämlich dass dann auch noch die Sparten sozusagen, die Diktatur der Sparten dazu führt, dass dann auch noch die Gehirnevolution beschädigt wird und dann die Lebewesen immer wieder immer kleinere Gehirne entwickeln und aufgrund der immer kleineren Gehirnkräfte wird ihre Geisteskraft auch immer schwächer und sie schaffen es nicht mehr, die Marktwirtschaft zu verstehen und zu reflektieren und deswegen sind die meisten Menschen jetzt hier heute nicht bei uns, sondern amüsieren sich irgendwo in der Marktwirtschaft und auch wenn sie dann an irgendwelchen kritischen Projekten teilnehmen, denken sie, sie würden damit die Welt retten und verbessern. In Wirklichkeit machen sie einfach mit in der Marktwirtschaft. Also dieser Satz, wer will wirklich aussteigen und aufhören mit dem Mitläufertum, da finden sich kaum jemand. Ne? Das ist so. Und in letzter Zeit habe ich sogar den Eindruck, es wird im Moment gerade schlimmer, die Hörigkeit gegenüber der Marktwirtschaft, im Moment so die Tendenz so in der Gesellschaft. Wir 70% haben Recht und haben die Wahrheit und wir dulden gar keinen Widerspruch mehr, wollen wir auch gar nicht mehr hören, das interessiert uns alles nicht mehr. Andersdenken ist uninteressant. Ich habe sogar im Scherz gesagt, wir sollten einen Volksempfänger einführen, eine Sprache, eine Stimme, eine Linie, alle denken das Gleiche, alle sagen das Gleiche und so ist gerade die Marktwirtschaft wieder perfektioniert, ne? Und ja, in meiner in dem Projekt Gemeinwohlgemeinschaft, Bonobo-Schenker Kommunistische Gemeinschaft, Köln Süd, sind ja auch alle Lebensformen angedacht, ja, wir können ja auch verschiedene Wohnungen anmieten und so weiter und dann können da alle Lebens- und Liebesformen gelebt werden, aber für mich ist eben auch die Gruppenehe ein mich interessierendes Unterexperiment sozusagen, als eine mögliche Lebensweise und warum, ja? Da gibt es ein entscheidendes Argument, was wir noch nie hier gehabt haben, nämlich hätte der Mensch in der Evolution die Möglichkeit gehabt, bisher jedenfalls, dass er die Geisteskraft zur Steuerung des Unterbindens, des Schlechtes tun, hingekriegt hätte, hätte er also mit der Geisteskraft über die DNS regiert. Während die Biologen ja sagen, die DNS bestimmt über den Geist und der Geist ist nur der Sklave der DNS. Ja, also die Biologie sagt ja, das Gehirn ist nur eine Dienstmagd, ein Instrument, ein Werkzeug und damit aber auch der Geist ein Werkzeug der DNS, quasi der Sklave der DNS, weswegen er dann auch anfällig dafür ist für Selbsttäuschung, Selbstbelügen, Selbstbetrügen und das Betrügen anderer Und wenn jetzt der Mensch es geschafft hätte, auch ohne diese von mir ja sogenannte Gruppenehe, ihr wisst, was ich meine, die urmatriarchale, pazifistische, Bonobo-Schenker kommunistische, polyamore, weiblich-bisexuelle, männlich, potenziell bisexuelle Gruppenehe, wie es korrekt heißen muss, aber ich sage ganz kurz nur noch Gruppenehe dazu, dass diese Gruppenehe, die wurde ja von der Evolution erfunden, weil die Evolution keinen anderen Weg gefunden hatte, sozusagen unser Leben frei zu machen von Rivalentötung und frei zu machen von Kindertötung. Gut, aber das muss ich in meinem nächsten Beitrag nochmal aufgreifen, weil die Zeit leider schon wieder um ist. Und damit gebe ich weiter an den Öffi. Ja, So. danke schön. Danke schön. Bin ich soweit? Ja, du kannst schon loslegen, weil.
Alles klar, perfekt, super. Wir hören dich gut. Ja, herzlich willkommen nochmal. Und ich nutze meinen Beitrag ja immer auch, um den Stand so ein bisschen zu beschreiben. Wo bin ich gerade und was mache ich? Also, ich bin in unserer ganzheitlichen Bildungswerkstatt in Stadtallendorf in Hessen. Mein Herz ist immer bei den Kommuneversuchen oder ich nenne das jetzt auch gerne Reservatsversuchen für natürliche, freiwillig verantwortliche Menschen, gesamtverantwortliche Menschen. Das mache ich im Prinzip ja seit 30 Jahren. Seit 2 Jahren, also jetzt seit Corona, habe ich einen Schwerpunkt dabei auch drauf gelegt, zu schauen, dass da in Berlin sich was tut. Ich habe das Zeltcamp von den Querdenkern, also was die Querdenker angefangen haben, weiterzuführen versucht. Und naja, also mit Ach und Krach, also der Verantwortliche von den Querdenkern hat es aufgegeben, weil er gemeint hat, es finden sich nur Chaoten und zu wenig solide Orga-Leute, die da sich mit engagieren. Das ist auch ein zähes Geschäft. Also was ich habe, ist, also dass die ganze Zeit jetzt dann Zelte da standen. Meist auch eben Leute, die dann da direkt vor Ort auch in den Zelten präsent waren. Das jetzt nicht immer, gerade jetzt im Winter. Aber wir haben ein Orga-Team und wir haben Orte, also dass ich sagen kann, es ist ein Rahmen gegeben, in den jemand dazukommen kann. Im Moment hat sich gerade auch wieder jemand auf den Weg gemacht. Also ich kriege ja ab und zu Besucher dann. Also ich mache auch Werbung und versuche Menschen zu finden, mit denen ich insgesamt schon mal diese Orte, diese Überlebensorte oder Freiheitsorte ausstatten kann. Und einen hatte ich vor ein paar Tagen, einen jungen Mann, der sich dann auf den Weg wieder nach Berlin gemacht hat, wo er vorher auch schon mal ganz kurz war. Und der so meine Hoffnung da erfüllen wollte, so sagte er zumindest, dass er dann in Berlin jemand wäre, der sagen würde, das Zelt ist dort sein Hauptwohnsitz. Was ja auch nicht bedeutet, dass man immer drin sitzt, aber ja, das strebe ich an, dass wir nicht nur diesen Rahmen haben, sondern auch Leute, die das am besten so auf diese Art und Weise beleben, also präsent sind. Morgen Nachmittag kommt der nächste Besucher. Also da versuche ich zu tun, was ich kann. Ansonsten sind natürlich aber auch all die anderen Orte, an denen wir solche Kommunen oder Reservate aufgebaut haben oder Keimlinge aufgebaut haben, sind natürlich ungeheuer wertvoll und da versuche ich mich drum zu kümmern. Hier in Hessen haben wir ein Projektgeflecht von gleich 5, 6 Projekten in einem regionalen Umfeld. Deshalb ist seit einigen Jahren hier auch der Schwerpunkt, worum ich mich kümmere. Und da hatten wir jetzt auch alleine gestern erst wieder eine Sitzung von Leitungsgremien einer der Trägerorganisationen, wo wir in für mich beglückender Weise gesagt haben, dass wir eine Kerngruppe haben wollen, die sich als Vertrauensteam oder Vertrauensgruppe versteht und in der freie Argumentation oder bei Konfliktfällen eben auch geordnete Konfliktklärungsgespräche die Basisvoraussetzung sein sollen und dass da niemand also stimmberechtigtes Mitglied werden kann, wer diese Vertrauensbasis so nicht teilt. Also das ist genial. Also in ganz Deutschland in den 30 Jahren, die ich jetzt Aussteiger bin, gab es das sonst außer ganz kleinen Splittervereinen, die wir schon die ganze Zeit aufgebaut haben, Verein zur Förderung des Schenkens und so weiter, die auch schon ungeheuer wertvoll sind und Träger sind für manche Projektstandorte. Aber abgesehen von diesen Splittern, wo auch weniger Leute drin sind oder ja, so weniger als Handlungskern vorhanden sind, gab es sowas kaum. Und infolgedessen freue ich mich und also hier um die Kommune versuche ich mich zu kümmern. Und gleichzeitig kann ich ja auch sagen, ganz toll, dass der Dillen für Köln seinen Standort dort als Kommune Keimling auch so geöffnet hat. Wir können nicht mehr tun. Und an dem jungen Mann, der hier war und der jetzt auf dem Weg wieder nach Berlin ist, konnte ich deutlich sehen, dass die Gefahr wirklich so ist, dass die Menschen statt einfach sich hinzusetzen und im Zusammenhang zu überlegen, wie würden wir uns denn ein richtiges und verantwortliches Leben vorstellen, stattdessen stürzen sie sich lieber in irgendwelche Hoppla-di-hopp-Flattervogel-Aktivitäten oder in psychische Krisen, Klapsmühle oder Selbstmord oder was auch immer. Aber dass sich hinsetzen und in zusammenhängender Weise nachdenken über das Richtige und Verantwortliche und sich so
einen Lebensplan zu geben oder sich einzuordnen, auch in eine gemeinsame, verbindliche Strategie, wie man da miteinander vorgeht, das scheint schlimmer zu sein als alles andere. Ja, bleibt nichts anderes übrig, als zu hoffen. Genau, damit gebe ich erstmal weiter. Ja, danke schön. Okay. Ja, ich bin Kira und ich bin hier in einem 17.000 Leute Kleinstadt und wir haben, ich stelle mich auch einfach mal zuvor und gebe auch ein bisschen so meine Interessen. Dein Bild ist schon eingeblendet. Ja, danke schön. Bei uns gibt es wirklich auch schon seit letzten April die ersten Demos gegen die Maßnahmen von Corona. Und wir haben also wirklich durchgehend jede Woche eine Mahnwache hier. Und seit einigen Wochen gibt es auch den Montagsspaziergang, wo da wirklich jetzt schon 200 Leute des Öfteren schon 200 Leute mitgelaufen sind. Ich habe vorher schon hier in Mohart immer wieder mal Mahnwachen gehalten, sei es jetzt an Jahrestagen von Hiroshima, Fukushima oder ja, informiert über Rammstein oder ja, ganz unterschiedlich. Ich gehe auch schon seit Jahren auf Demos, hauptsächlich wenn Krieg entsteht irgendwo. Und wenn es um Lebensmittel geht, sei es jetzt Gensachen oder Giftsachen fürs Leben, also einfach genau, wenn es an unsere Erde geht, wenn da ja, dass man da einfach aufklären muss oder eben ja, auf Demos geht es. Wir haben eine Stadt zum Beispiel in Berlin, die gibt es ja auch jedes Jahr, ist jetzt ja auch im Januar. Muss jetzt dann ja auch wieder sein. Wo ich immer wieder auf Reisen war, um mit zu demonstrieren. Also mich sorgt am allermeisten, dass dieses Korrupte, was man, wie man mit unserer Erde umgeht oder mit unseren Tieren und mit den Menschen, dass das so, ja, ist einfach geduldet wird, dass sowas so gefördert wird, wie nicht nur Federalist Wirtschaften in der Politik oder in der Wirtschaft, auch jetzt zum Beispiel im Fischfang, dieses nachhaltige Fischfangzeichen, das wird von den Fischfängern finanziert. Da verdienen viele dran, da fließen viele Gelder und unterm Strich ist nachhaltiger Fischfang gar nicht möglich, so wie er im Moment entsteht. Im Gegenteil, der Fischfang, der kriegt 35 Milliarden Euro Zuschüsse. Der Hunger auf der Welt kriegt nur 30 Milliarden. Die Kriegsmaschinerie, die bekommt ja noch viel, viel mehr. Das sind ja nur Bruchteile von dem ganzen Geld, was so ausgegeben wird, an ganz falschen Stellen. Du bist gerade sehr leise. Was ist los mit dem Ton? Dass ja niemand, ist das besser? Ja, ja. Ja, dass die Menschen da nicht eingreifen wollen. Ich verstehe es überhaupt nicht. Und ja, im Moment, die Frage danach, was kommt danach, wenn sich jetzt wirklich was ändern würde? Wenn jetzt viele Menschen auf die Straße gehen oder Unterschriften und das mit der Corona
endlich mal bereinigt werden würde, das ganze Thema, meine ich, aufgeklärt, was ist überhaupt wie zustande gekommen und ehrlich, dass einfach eine Ehrlichkeit da entsteht. Das würde ich mir wünschen und die Frage, was kommt danach, wurde schon vorbereitet, wie das Marktsystem aussehen könnte, wenn man da was ändern könnte. Ja, wenn es zu Veränderungen kommt. Dann gebe ich weiter. Ja, also ich will ja wieder sozusagen erklären. Also ich habe ja vorhin schon angedeutet, ich möchte auch in die Gemeinwohlkommune Köln, vielleicht mit vielen angemieteten Wohnungen drumherum und so weiter, dass die alle verschiedenen Lebensformen ausprobiert, experimentell. Ich will aber auch, selber bin ich interessiert daran, dass vielleicht auch mal darunter das Experiment einer Gruppenehe entsteht. Und jetzt wollte ich mal zeigen, hier an dem Schaubild, für Gela, für dich vielleicht wichtig zu schauen, dass ich habe hier so ein Schaubild, wo ich jetzt viele Gruppen zeigen kann. Der Öffi sieht das ja, du kannst es jetzt nicht sehen, aber wir hatten also früher in der Evolution, das ist jetzt die Begründung, das ist sehr wichtig auch für euch, weil es für mich die Begründung ist, warum ich sozusagen fürchte, dass wir die Hilfskorsette brauchen, die da heißen Gemeinwohlwirtschaft, also das Gute tun zu belohnen, damit eben Profite auf Kosten der Menschheit unmöglich gemacht werden, was ja auch eben Gela so angesprochen hat, dass dieses marktwirtschaftliche System so zerstörerisch ist. Alles Zerstörerische würde durch die Gemeinwohlwirtschaft politisch unterbunden werden, weil es einfach finanziell abgestraft würde. Und das zweite Korsett sehe ich als Stützkorsett der Menschheit, sehe ich die Gruppenehe an, denn diese hat sie nicht ohne Grund erfunden. Und das ist der Grund, warum ich selbst dazu neige, selber in einem Gruppenehe-Experiment einer Unterabteilung der Gesamtkommune Gemeinschaft Köln Süd zu leben, nämlich in der Unterabteilung Unterexperiment Gruppenehe, weil wir hatten, die Ausgangsgruppen waren eigentlich eher löwenartige Säugetiere. Also unsere Vorfahren waren irgendwann mal eher so, dass sie uns eher an Löwenartiges erinnert hatten. Da kämpfen die Männer mit den Männern und töten andere Männer. Das also Rivalentötung ist ein Kostenfaktor, ist ein Verlustfaktor, ist grausam und verlustreich. Und dann töten die Männer zum Beispiel noch die neugeborenen Kinder. Das ist auch verlustreich. Das ist riesige Kosten. Und dann hatten wir als nächste Übergangsstufe die gorillaartige Übergangsstufe. Da wird zwar nicht mehr so viel Kinder getötet, aber es werden die Gorilla-Männer töten immer noch andere Gorilla-Männer. Und wenn wir das jemals beobachten könnten, es gibt noch keine Filmberichte offensichtlich darüber, würden wir wahrscheinlich feststellen, wenn zwei Gorilla-Männer dann wirklich mal um einen Harem kämpfen, dann würden wir wahrscheinlich auch feststellen, dass diese Gorilla-Männer mit ihren riesigen Eckzähnen nicht nur den Rivalen töten oder vertreiben, sondern auch dann die jungen Kinder töten werden, der Gruppe, die sie erobern. Ähnlich wie bei den Löwen. Also das heißt, das ist alles total grausam und die Evolution sucht jetzt natürlich nach einem billigeren System. Also, denn es ist ein enormer Energieverlust, wenn die Rivalen getötet werden und die Kinder getötet werden. Und dann hat die Evolution einen Weg, dann hat sich also ein Weg gefunden, dass künstlich die Sexualität ausgeweitet wurde, dass also plötzlich sexuelle Lustmöglichkeiten entstanden sind, die weit über alles Vorherige hinausgegangen sind, aber einen kleinen Vorteil hatten, dass sie zwar auch teuer waren,
aber billiger waren als die Kindstötung und die Walentötung. Nämlich, wenn dann nämlich bei den Bonobos alle Frauen mit allen Frauen Sex haben, ist das zwar eine völlig sinnlose und energievergeudende Tätigkeit, weil da können ja keine Kinder draus resultieren. Also wenn ich will es gerade mal kurz hier zeigen. Ja, also es ist ja nicht möglich, dass daraus jetzt neugeborene Kinder entstehen. Denn die weibliche Bisexualität und die männliche Bisexualität oder der homosexuelle Anteil erzeugt ja keine Kinder, sondern ist ressourcenmäßig ein reiner Verlust. Aber warum hat jetzt die Evolution diesen Verlust in Kauf genommen? Weil sie weil es sich herausgestellt hat, dass der Energieverlust durch diese viele Sexualität geringer ist als der Verlust, wenn Frauen gegenseitig sich die Kinder töten aus Konkurrenzgründen und aus Rivalitätsgründen und aus Gründen der sozusagen Ressourcenvorteile, so nach dem Motto, ich will, dass mein Kind viel zu fressen hat, aber dafür müssen die Kinder der anderen Frauen sterben. Diese Tendenz bei uns Säugetieren, die war damit beendet und war abgeschafft. Und das war offensichtlich billiger, also die vorherige Kindertötung war verlustreicher als die Zeitvergeudung durch die Sexualitätsausweitung. Und diese Sexualitätsausweitung letztendlich war also quasi ein Riesenverlust, aber immer noch ein kleinerer Verlust, als Rivalentötung weiterzumachen und Kindertötung weiterzumachen. Und jetzt kommt der Punkt. Wenn jetzt die Geisteskraft ausgereicht hätte, sozusagen die Steuerung zu übernehmen und die Rivalentötung und die Kindertötung und anderes Schlechtes tun zu unterbinden, dann hätte die Sexualität in uns allen reduziert werden müssen. Das hätte man dann sofort gesehen, denn wenn die Geisteskraft das schafft, dann stellt die Evolution sofort die Verschwendung ein und baut die Verschwendung ab. Und dann hätten wir vielleicht alle nur noch eine Woche im Jahr Brunftzeit und nur noch in dieser Zeit werden die Kinder gezeugt sozusagen. Und ansonsten ist Sexualität völlig uninteressant, weil wir ja per Geisteskraft das gute Tun erzeugen können. Aber die Evolution hat diesen Weg bisher noch nie gefunden. Also, Öff, was du versuchst, ist quasi etwas zu machen, was die Evolution nicht hingekriegt hat. Du versuchst quasi etwas Neues, also etwas Neues in der Geschichte des Lebens zu bringen, nämlich etwas, was die Evolution von sich aus bewiesenermaßen nicht hingekriegt hat. Und diesen Beweis werde ich nachher nochmal vertiefen. Also, ich gebe weiter an Öff. Ja, danke schön, danke schön. Ja, also man wächst ja mit seinen Aufgaben, sag ich mal. Also offen lassen, was es da alles für evolutionäre und geschichtliche Analysen gibt, bin ich ja eben einfach jemand, der in seinem Geistwesen aufgewacht ist, in seine Vernunftseele als sein Wesen so erkannt hat, sich damit identifiziert und versucht bestmöglich die Schlussfolgerung einfach daraus zu ziehen. Also ich sehe auch, dass die Zersplitterung, also die Tiere funktionieren ja in zusammenhängenden Orientierungssystemen, die Affen auch und so mit ihren Verhaltensformen. Der Mensch ist in der Lage, aus jedem einzelnen Motiv Fressen, Saufen, Sex, Macht, Maßlosigkeit und Perversion auch zu machen und seine Vernunft als Werkzeug dafür einzusetzen. Also das schafft er. Aber wie wäre es, wenn man die Vernunft eben statt als Erfüllungswerkzeug für die kleineren zersplitterten Einzelinteressen als die Leitinstanz über alles stellen. Und ich habe erst letztens noch in einem Telegram-Chat geschrieben, also in meinem Infokanal, dass ich die Wurzel der Sucht nicht unbedingt darin sehe, sich hier und da nur irgendeine Substanz reinzuschmeißen, die Augenblickskicks erzeugt und auf ja, tiefere oder längerfristige Sicht schädlich ist, sondern die Sucht beginnt im eigenen Geist, im eigenen inneren Gespräch mit sich selbst, wo man irgendwelchen vereinzelten Motiven oder Aspekten folgt und sich weigert, einen zusammenhängenden Faden daraus zu machen. Also mit sich selbst nicht so spricht, dass man da richtig geordnet einen Faden macht, auch einen Lebensplan
Und dann einen Lebensplan noch, der eben sich verantwortlich in den Gesamtfluss... Denk daran, nach rechts zu rücken. Ja. Also nicht mal für sich einen Lebensplan, geschweige denn seinen Platz im Gesamtplan der Welt. Da zusammenhängend drüber nachzudenken, nicht mal hier ein bisschen, mal dort ein bisschen, sondern wirklich als zusammenhängender Faden und mit anderen auch darüber zu reden, was käme heraus, wenn man sich darauf einlässt und auch nicht irgendwelche tabuisierten Einzelstandpunkte wie Betonpfeiler in den Boden rammt. Für die meisten sind das Betonpfeiler, die ihre kleine Tellerrandexistenz halt tragen. Also irgendwas an Besitz, an Familie, an ja Bindungen, Gruppenbindungen. Da ist man nicht bereit, das in so zusammenhängender Weise weder im eigenen Gespräch mit sich noch im Gespräch mit anderen wirklich auf den Prüfstand stellen zu lassen und zu gucken, was käme als Faden heraus, wenn man einfach nach der bestmöglichen Wichtigkeit und Richtigkeit von Argumenten geht. Also, ob es schon mal da war oder nicht, da unsere Intelligenz imstande ist, unsere Werkzeuge und Waffen, also den technischen Fortschritt auch, explodieren zu lassen, in einer ungeheuren Art und Weise, dass da also ja kaum noch zu sehen ist, was davor verschont bleiben könnte. Angesichts dessen brauchen wir die Verantwortungssteuerung. Es führt einfach verantwortungslogisch betrachtet kein Weg dran vorbei. Und dementsprechend vertrete ich den Spruch, der Mensch stand ein erstes Mal auf dem Mond, er muss auch ein erstes Mal verantwortlich auf der Erde stehen. Und was auch immer dagegen spricht oder dafür spricht, der Wert dessen ist so eindeutig und so überwältigend, dass man aus meiner Sicht einfach alles dafür tun muss, alles Mögliche. Und natürlich würde ich es mir als was super Geniales vorstellen, wenn sich da ein paar Menschen von dieser Art finden und die zeigen mal in einem Zusammenleben, auch einem zusammenhängenden Zusammenleben, einem solchen Kommune- oder Reservatsversuch, wie könnte dieses Leben aussehen und welche Qualität könnte das haben? Nicht nur geistig vom Denken her, sondern auch von da aus gesteuert in allen Aspekten des Lebens. Ich meine, sogar denen spricht das an, die Sexualität. Letztendlich kann man erfüllte Sexualität nur in einer Vertrauensatmosphäre ausleben. Unter Menschen, der wir uns eben alle möglichen Maßlosigkeiten und Perversionen denken können, der wir nicht mehr gebunden sind an irgendwelche automatischen Verhaltensmaßstäbe. Wir können extrem unberechenbar sein. Wir könnten aber durch die Vernunft, die verantwortlich sein will, und zwar allem seinen richtigen Platz im Ganzen zuordnen will, könnten wir auch auf eine höchste Form berechenbar und vertrauenswürdig werden. Ja, also in allen Aspekten des Lebens, glaube ich, könnte so eine Kommune ein hellstrahlender, ausstrahlender Stern sein, der da vielleicht dann auch unvorhersehbare Ansteckungs- und Kippeffekte in der Bewusstseinsentwicklung und in der Geschichte auslösen könnte. Wie auch immer, man tut dafür, was man kann und schaut halt. Ich hoffe, der junge Mann, der hier mit besten Absichten losgezogen ist, entscheidet sich wirklich gegen das Flattervogel-Dasein und Klapse oder Selbstmord und entscheidet sich dafür, an einem der wichtigsten oder vielleicht dem wichtigsten Ort jetzt für die Menschheitsgeschichte, da in Berlin beim Widerstandszeltcamp, Hauptwohnsitzfelder zu werden. Ansonsten, Ligela spielt ja mit dem Gedanken, da immer mal wieder hinzugehen. Morgen der nächste Besucher, der sich ja vielleicht als Perle im Heuhaufen erweisen könnte. Hoffen wir das Beste. Ich gebe weiter. Ja, danke. Ich bin natürlich voll deiner Meinung und Verantwortungsreife entwickeln. Ganz klar. Ich hatte noch einen Gedanke und zwar in Kommunen. Um Kommunen zu leben, zu führen, da drin aufzugehen, also okay, seine Aufgabe und so weiter. Ich denke, dass man in einer Kommune und das ist wirklich
erfolgreich und gut funktioniert, viel Kraft reinstecken muss, viel Energie. Ja, wenn viele viel Kraft reinstecken oder ihre Kraft reinstecken, bleibt fehlen was übrig, dass man auch noch über den Tellerrand rausgucken kann. Und ja, Kommune dann eine Kommune, ich denke ja, dass eine Kommune im weiteren Sinn entstehen muss. Aber da redest du ja immer ganz gut, Öffi, mit einer Verantwortungsreife, dieses Thema. Es müsste einfach über die Medien und einfach eine Aufklärung passieren. Ja. Ich gebe weiter an Dylan. Ja, danke. Ja, und ich werde wieder kurz sagen, warum setze ich sozusagen auf diese beiden Korsette, auf die Korsettlösung. Also der Öffi setzt und hofft und experimentiert damit, dass die Kraft des Geistes sozusagen für das gute Tun, für das Tun des Sinnvollen, der Skobel hat es in seiner Sendung gerade vor ein paar Tagen gesagt, Gemeinsinn, den Gemeinsinn entwickelt, also Verantwortungsbewusstsein, Gemeinsinn entwickeln, Gemeinwohlsinn entwickeln, Gemeinwohlsinn bilden, Verantwortungsbildung, so habe ich Öffi verstanden. Warum setze ich auf die experimentellen Teile unserer Gesamtprojekte, die sagen, im Politischen brauchen wir das Korsett der Gemeinwohlwirtschaft, also die Partei des Gemeinwohls, PDG. Da kommen wir nicht drum rum als Frackpartei sozusagen, weil dieses Korsett, das einfach dieses schlechte Tun, ganz egal, ob der Mensch sich vorteilbringende Irrtümer einredet und die glaubt, also zum Beispiel der Supermarktleiter eben glaubt, Zucker ist harmlos und verantwortbar und es auch gar nicht so genau wissen will, weil eben sein oberstes Gebot ist, die DNS, und die DNS befiehlt dem Gehirn, beuge dich, der interessiert dich nicht für die Wahrheit, sondern das, was dir Milliarden bringt, das ist schon in Ordnung, weil das bringt dir Milliarden. Ne? Und allein das, diese kranke Logik sozusagen. Ja, und jetzt bei der sozusagen bei der bei diesem Korsett Wohlfühlstimme, Gemeinwohl, Wirtschaft und so weiter, wird ja quasi gemessen, was mit den Kunden passiert, und dann wird festgestellt, aha, dieser zuckergläubige Marktleiter vergiftet die ganzen Menschen und macht seine Kunden krank, und deswegen wird er finanziell abgestraft, damit er wenigstens für das schlechte Tun keine Beute mehr kriegt. Und entweder er denkt dann um und fängt dann an, wirklich darüber nachzudenken, ob Zucker wirklich gesund ist für die Menschen oder was wirklich gesund ist, oder er geht eben pleite. Und das ist dieses Zwangskorsett. Und ich glaube, dass es ohne dieses Zwangskorsett nicht funktioniert, weil ich greife nochmal das auf, was ich vorhin schon angefangen hatte, was heute mich beschäftigt, nämlich, dass sozusagen die Evolution quasi gezeigt hat, dass sie bisher jedenfalls, gab es noch nie die Möglichkeit, dass über Geisteskraft das schlechte Tun verschwand. Sonst hätte nämlich die Krücke Ausweitung der Sexualität nicht stattfinden dürfen. Und dass die Sexualität ausgeweitet wurde, ist ganz klar. Es gibt bisexuelle Frauen. Die Bonobo-Frauen sind hundertprozentig bisexuell. Und die allein schon diese sexuelle Handlung wäre völliger Quatsch, wenn irgendwie dort eine geistige Steuerung funktionieren würde. Dann würden nämlich die Frauen sich gegenseitig nicht mehr, die Kinder nicht töten, weil sie Verantwortungsgefühl haben und Verantwortungsbewusstsein haben und einen Gemeinsinn entwickelt haben und einen Gemeinwohlsinn entwickelt haben.
Aber die Evolution hat gesehen, nee, die können das nicht. Also gebe ich ihnen das Liebesgefühl über den Sex, gebe ich ihnen das Liebesgefühl ins Gehirn. Und offensichtlich kann dann das Gehirn nicht gleichzeitig die Kinder der Frauen töten, mit denen man Sex hatte und mit denen man Orgasmen verbindet und mit denen man Liebesgefühle verbindet. Und die Evolution hat keinen anderen Weg gefunden, auch bei uns Menschen bisher nicht, denn auch wir haben vielfältige sexuelle Bedürfnisse. Es gibt Frauen, die ihr ganzes Leben bisexuell leben, die also Frauen auch, die homosexuell leben, ihr ganzes Leben. Also offensichtlich gibt es diese ganze Genetik dafür, denn wenn wir nur eine Woche im Jahr Sexbedürfnisse hätten und die dann auch nur gegenüber den Partnern, mit denen wir dann auch Kinder zeugen wollen, dann bräuchte es dieses ganze sexuelle Trara gar nicht geben, diese ganzen Liebesbedürfnisse, sondern dann würden wir durch ganz andere Tätigkeiten Glückserlebnisse haben. Aber wir sind so. Wir haben diese ausgeweitete Sexualität nicht nur bei den Bonobos, sondern überall bei den Menschen. Die Pornoseiten im Internet, die Sexseiten sind die meistgefragten Seiten des gesamten Internets, ja. Also offensichtlich ist diese Ausweitung der Sexualität bei uns da und jetzt das beweist, sagen die Biologen, das beweist rückwärts, dass die Geisteskraft zumindest bis heute es noch nie geschafft hatte, wirklich die Herrschaft über die Menschen zu übernehmen. Denn sonst bräuchte es diese Hilfskrücke, Liebesgefühle und Tötung verhindern durch Liebesgefühle, bräuchte es ja nicht. Ja? Und denn die Evolution würde, und letzter Satz dazu, mach dich bereit, die Sexualitätsausweitung, also die Sexualität würde ja sofort abgeschafft werden, weil die Evolution immer alles, was nicht nötig ist und Energie kostet, sofort unterbindet, wenn eine andere Lösung dafür da ist, die weniger Energie kostet. Und wenn die Geisteslösung sozusagen die Herrschaft jemals in der Menschheitsevolution gewonnen hätte, dann hätten diese Gruppen wegen ihres Ressourcenvorteils erst dann die Sexualität eingestellt, nach und nach über Mutation und Selektion. Und dann hätten wir heute nur noch Menschengruppen auf der Erde, die allesamt fast nie Sex machen würden, fast nie an Sex denken würden, einmal eine Woche pro Jahr, eine Grundzeit vielleicht, oder alle 10 Monate einmal, ja, von wegen 9 Monate Schwangerschaft. Und ansonsten hätten sie das nicht. Und das wird von den Biologen verstanden als ein Rückbeweis, dass die Geisteskraft eben der DNS gehorcht und nicht, dass die Geisteskraft über die DNS herrscht. Ich gebe wieder weiter bis zur nächsten Runde. Also Öff, du bist dran. Ja, danke an meine Vorredner. An der Stelle halte ich mich bescheiden mal zurück. Also ich habe schon in Vorsendungen gesagt, dass ich einiges gerne offen lasse. Also offensichtlich hat ja die Entfaltung dieser Vernunftfähigkeit, wenn es denn eine ist, dann also die Ausprägung der Vernunftseele im Menschen, einen evolutionären Entwicklungsgang, der dahin geführt hat. Also irgendwie steckt in der DNS eine Programmatik auch, die das hervorgebracht hat und die es jetzt in seiner Tätigkeit, Betätigung trägt. Inwiefern also der Schritt, die Vernunftseele auch wirklich zur Leitinstanz, zur übergeordneten Steuerungsinstanz zu machen, als eine Entwicklung der DNS oder aus der DNS heraus verstanden werden könnte, oder inwiefern da moderne Konzepte greifen, dass da eine ganz neue Dimension halt möglich wird, indem sozusagen unser Hirn oder unsere Selbstorganisation als Lebewesen die Möglichkeit ergreift, durch die Art, wie sie ihr Bewusstsein gestaltet, auch ihre materiellen Voraussetzungen weiterzuentwickeln. Also die Neuroplastizität, dass durch die Art, wie wir denken, materielle Nervennetze auch im Gehirn geschaffen werden, die vielleicht dann die Voraussetzungen verbessern. Ich drücke es mal so aus, dass die geistige Steuerung immer mehr wirklich sich ausprägen kann.
Alles extrem spannende Sachen. Mich interessiert mehr im Selbstexperiment die unmittelbare Prüfung, also wenn man sich selbst zum Versuchskaninchen macht, was kann gehen und was kann nicht gehen. Und also spannend finde ich, dass auf jeden Fall eine Geisteseinstellung, wie sie in der Entwicklungspsychologie als Persönlichkeits- und Verantwortungsreife des Menschen beschrieben wird, das sogenannte Post-Conventional Level, ich nenne es gern Spirit Identification Level. Andere, wie auch Dylan, sagen, man hat ja im Leben manchmal Momente, wo man sowas hat wie ein kosmisches Einheitsbewusstsein oder Einheitsrausch. Ja, also jedenfalls, ich denke, dass das möglich ist, also es zumindest so zu denken, dass man sagt, ich bin ein Mensch, ich will jetzt mein Steuerruder selbst in die Hände nehmen und ich will es so gut ich kann im zusammenhängenden Faden, ohne blind irgendwo hinter Regeln oder Autoritäten herzurennen, ich will es im zusammenhängenden Faden alles messen an Grundmaßstäben von Verantwortlichkeit wie Folgenverantwortlichkeit und Menschenrechten und das dann über damit verknüpfte Fragestellungen wie: Darf ich, wenn ich so verantwortlich mein Steuerruder nehmen und es benutzen will, darf ich es noch abgeben an Menschen, die nicht verantwortungsreif sind, die mich vorher vielleicht gar nicht fragen, es mir einfach wegnehmen wollen, die mich nicht mit Verantwortungsgründen, also aufs Ganze schauen, beziehungsweise globalen Verantwortungsgründen überzeugen können, darf ich denen mein Steuerruder geben? Da ist dann natürlich die klare Antwort nein. Also diese Denkungsart, die konnte ich mir aneignen, bin deshalb aus dem Staat ausgetreten, sage, dass ich künftig in meine souveräne Eigenverantwortlichkeit gehe und mein Steuerruder nur noch teilen kann mit Menschen, die auch Verantwortungsreife in dieser Form aufbringen, also die das überhaupt erstmal sehen und sich dafür entscheiden wollen, ne? Wie gut das klappt. Also ich erwarte ja von keinem Fehlerlosigkeit, die habe ich selbst auch nicht, aber dass daraus die Grundschiene des Lebens so gemacht werden soll. Also das geht offensichtlich und so experimentiere ich mit mir da weiter. Also extrem spannend ist die Vorstellung auch, wie das mit Menschen, die eben auch nicht um die nächste Ecke abhauen, wenn man da in zusammenhängenden Fäden denkt, wie das dann gemeinsam ausgestaltet werden kann. Da bin ich ja im Moment auch in der Corona-Situation dabei. Ist mein Beitrag jetzt auch für das, was da auch in Berlin geschieht, also dieses Zeltcamp, was ich versuche zu fördern oder damit zu machen, das am Leben zu halten. Also mein Beitrag ist auf jeden Fall, dass ich gegenüber der Eskalation des Staates jetzt auch mit Impfpflicht und was die da alles an Plänen so haben, die gewaltfreie Argumentation hochschrauben will. Gegen den staatlichen Herrschafts- und Gewaltdruck, die Kraft des Geistes und der Argumente und der Moral. Wen das interessiert, ich verwies schon auf das Freie Argumente Kulturforum. Da habe ich das als Weckruf für Politiker und alle Menschen formuliert. Also eine aus meiner Sicht unbestreitbare Gegenargumentation zu diesen Impfpflichtabsichten bis hin zur Bereitschaft von Leuten, also wie wir das ja eigentlich die ganze Zeit schon, also seit Jahrzehnten bei mir dann da vorhaben, dass wir sagen, wenn ihr alles zu ansteckungsgefährlich findet, auch wenn wir gar kein Intensivbett dann wollen, wenn wir an Corona erkranken und auch wenn wir bereit sind, uns vielleicht sogar gezielt zu infizieren statt Impfung, was ja auch eine Immunisierung hervorbringt, wenn euch das alles nicht reicht und ihr denkt, wir sind immer noch zu gefährlich, dann sind wir auch bereit, miteinander auf eine ausreichend sicher erscheinende Weise in die Absonderung zu gehen, also eben solche Reservate zu bilden. Ich denke, spätestens dann ist es nicht mehr möglich, dass ein Mensch mit Ehre, auch ein Richter, sagt, ja, das ist trotzdem völlig in Ordnung und verhältnismäßig, wenn der Staat die mit Zwang da zur Impfung bringen will, also Impfpflicht ihnen auferlegen will. Ja, und wenn einmal diese Mauer der Argumentationsverweigerung oder des betonierten Standpunkts, egal was die Ungeimpften sagen, sie müssen die Impfpflicht draufgedrückt bekommen, wenn das einmal durchbrochen ist und sich zeigt, nein, also hier ist das wirklich absolut nicht vertretbar, da müsste man sich auf andere Lösungsfindung einzulassen bereit sein, wenn es demokratisch sein soll oder argumentativ demokratisch. Wenn das an einer Stelle durchbrochen ist, kann man auch andere Stellen dann prüfen. Es gibt ja noch viele andere Argumente, zum Beispiel, dass die Vernachlässigung des Pflegesektors durch die Politik viel mehr Anteil an der Verschärfung der Krisensituation hat als die Ungeimpften. Und dass es deshalb auch völlig unverhältnismäßig ist, da so den falschen Schwerpunkt zu legen auf Bedrückung der Ungeimpften. Okay, also ich verstehe das als Dosenöffner für die festgefahrene und gerade von Staatsseite aus
ziemlich zu betonierte Diskussionssituation, Argumentationsoffenheit. Und bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln lässt. Man muss zwar bereit sein, auch mit gewaltfreien Aktionen dann, die auch vielleicht Gesetze übertreten, diese Herstellung einer Gesprächsebene, einer Austauschebene herbeizuführen. Dazu bin ich ja bereit, habe schon ein paar Sachen gemacht, die auch so Gesetze übertreten haben und habe ein weiteres Verfahren laufen. Ja, also eventuell muss man das auch eskalieren, aber jedenfalls brauchen wir diese argumentative Klärungsebene, wo dann einige Dinge kaum bestreitbar sind, wie ich eben erklärte. Ich gebe weiter. Ja, bevor Gela anfängt, ganz kurz, denk immer dran, dass du die Kamera noch so veränderst, dass du etwas mehr rechts noch im Bilde bist. Ja? Gela, du bist dran, gell? Ja, danke schön. Ja, es ist immer wieder schön, wie du die Sachen erklären kannst. Das freut mich immer sehr. Ich bin wirklich immer deiner Meinung. Also, das Thema bitte. Das Thema Sexualität und wie du das anbringst, Dylan, das gefällt mir irgendwie immer nicht. Da bin mir immer ein kleines Unwohlsein dabei. Aha. Und dass jedes Mal dieses Thema auf den im Mittelpunkt steht bei dir. Also für mich macht glücklich zum Beispiel, also letztens habe ich mal einen Spruch gehört von der Peggy Smith. Die hat gemeint, wenn man eine Arbeit fertig hat, dann gehört sie den Menschen oder der Erde, wenn man für die Erde etwas tut oder der Sache selbst. Man arbeitet und genau, oder man tut etwas für die Sache selber, für die Arbeit, vielleicht auch fürs Denken oder so. Und somit gibt man seine Arbeit her. Aber der Prozess von dieser Arbeit, der gehört einem selbst. Das empfinde ich auch schon immer. Ich bin ja künstlerisch kreativ. Der Prozess, wenn man etwas ausarbeitet, schon wenn man eine Idee bekommt, wie das einschlägt, also die ganzen Prozesse einschlägt im Gehirn oder im Bewusstsein, das erfüllt mich. Und klar, Sexualität ist schon auch eine tolle Sprache, die man mit anderen Menschen oder mit einem Menschen führen kann. Aber das ist auch natürlich wie so ein Prozess bei einer Arbeit, ist das was Gegenwärtiges, etwas, das dann wieder vorbei ist. Es ist ein Prozess, genau, der einfach für eine Zeit glücklich macht, wie wenn man an irgendetwas arbeitet. Ja, was sagst du jetzt dazu, denen du bist da? Dankeschön. Ja, danke. Ja, das ist ja eben ganz entscheidend, zentral, dass eben wir, dass alle Menschen auf das Thema Sexualität in der Marktwirtschaft eben eigentlich irgendwie sich unwohl fühlen dabei. Und das ist doch gerade das Wichtige, dass eben Schimpansen, Bonobos, alle anderen menschenähnlichen Lebewesen niemals sich unwohl fühlen bei dem Thema Sexualität, sondern das sogar oft in ganzer Öffentlichkeit tun und überhaupt nicht. Aber wir Menschen sind durch die Marktwirtschaft eben, haben Scham anerzogen bekommen, die andere Lebewesen gar nicht kennen und so weiter. Wir haben alle diese Dinge, aber ich spreche das ja nur deswegen an, weil es der Punkt ist, dass die biologischen Überlegungen letztendlich sagen, dass eventuell manche Dinge gar nicht gehen, weil die Natur so ist. Also wir sehen ja daran,
Zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich habe jetzt ja in der letzten Woche habe ich 10 Euro ausgegeben, habe am Polyamorie- und Bisexualitätsforum teilgenommen, an einer Partnerbörse quasi. Hab die Gemeinwohlkommune Köln-Süd beschrieben, übrigens das als Hinweis. Ich verstehe das ja so, mitmachen kann da jeder, wie Öpfer ja schon oft gesagt hat, der sich einfach nur ein bisschen nützlich macht und der damit klarkommt, dass man einen Schlafplatz abends hat und dann vielleicht noch nachmittags nochmal eine Schlafzeit hat und ansonsten auch vielleicht ein bisschen mithilft bei dem, was wir in der Stadt machen. Ich war heute mit 3 Schaubildern unterwegs und habe ständig gesprochen, in der Musik ständig Pausen gemacht, weil ständig Interessenten da waren, die dann auch die Flyer mitgenommen haben und so weiter, die ich ja vorhin schon eingeblendet habe und so weiter. Viele tolle Gespräche. Aber sozusagen, ich will es mal so erklären, wenn wir die Gemeinwohlwirtschaft einführen, aber auch dafür tut ja kaum jemand etwas, ja? Wenn wir die Gemeinwohlwirtschaft einführen, Öffi, du bist immer noch nicht weit rechts genug, stell doch mal deine Kamera so um, dass das automatisch geht, dass du automatisch etwas weiter rechts bist. Es ist quasi so, die Gemeinwohlwirtschaft, wenn ich jetzt Leute hätte, die Gemeinwohlwirtschaft durchziehen würden, die Partei hochziehen würden, jetzt bei den Landtagswahlen antreten würden und so weiter, dann bräuchte ich gar nicht mehr über Sexualität zu reden, weil das passiert dann ganz von selber. Weil wenn die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften entstehen, weil die Ärzte ja Geld verdienen wollen, dadurch, dass ihre Patienten immer glücklicher und gesünder werden, dann wird's von sich aus werden diese Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften mit Gemeinschaftsleben experimentieren, mit Kommunenleben. Und dann werden sie auch experimentieren damit, ob eben die Gruppenehe glücklicher macht und gesünder macht auf Dauer als oder andere Lebensformen, homosexuelle, bisexuelle, polyamore, Single-Lebensweisen, monogame Lebensweisen, heterosexuelle, monogame Lebensweisen. Das werden die Hausärzte alles ausprobieren, weil sie auf der Suche sind nach dem, wo die Menschen am Ende am gesündesten mitleben und am gesündesten mit zurechtkommen. Und im Moment war es ja so, weil dort habe ich viele nette Antworten bekommen, die sagten, es ist ein tolles Projekt, diese Kommune, Gemeinwohlkommune Köln-Süd, mit Polyamoren, Gruppenehemöglichkeiten und so weiter. Aber niemand war wirklich bereit, wirklich einfach mal zu machen und zu kommen. Weil die alle mit der Marktwirtschaft als erstes verheiratet sind und erst danach Polyamor sind und erst danach bisexuell sind, die Frauen und so weiter. Ja? Und immer erst danach, ja. Also immer als erstes sind sie alle mit der Marktwirtschaft verheiratet. Und das muss so bleiben. Die Marktwirtschaft über alles. Und dann, ja, toller Traum, diese Kommune. Aber leider kann ich nicht. Ich bin gebunden da. Marktwirtschaft. Ich bin gebunden, ja. Marktwirtschaft, ja. Und da ist genau der Punkt, dass die Biologie mir ja quasi gesagt hat, und bis jetzt glaube ich ihr halt, dass wenn man Kommune probiert und hat die Gruppenehe nicht, dass man dann lauter emotionale Probleme bekäme. Nämlich, dass die Leute, wenn sie nicht in der Liebe miteinander sind, zwar nicht, niemand wird hingehen heutzutage offen ein anderes Kind zu töten oder niemand wird aus Eifersucht in der Kommune einen Rivalen töten. Aber es wird Spannungen geben, emotionale, gefühlsmäßige Spannungen, die in diese Richtung gehen, würde jetzt die Biologie behaupten. Und das könne die Geisteskraft nicht verhindern, weil es sich hier um genetische Programme handelt, die in unserem Genstand da sind und die immer wieder für Ärger sorgen werden und würden, wenn wir, weil in der Kommune sozusagen diese Spannungen immer wieder auftauchen, weswegen, jetzt die Biologen würden sagen, weswegen auch Öff ja im Prinzip im Moment monogam lebt. Und ich weiß jetzt nicht, der Luis lebt im Moment auch monogam und so weiter, weil eben, wenn die wenn eine größere Gruppe entsteht, entstehen dann nämlich erst die Probleme, die kommen nämlich erst ab einer gewissen Gruppengröße.
Aber ich kann es so schlecht erklären, aber ich muss weitergeben, weil meine Zeit schon wieder zu Ende ist. Öff, du bist dran. In der nächsten Runde habe ich ja noch mal Zeit zu erklären. Wir haben ja erst 20 vor 10. Ne? Ich gehe darauf gleich noch mal ein. Öff, du bist dran. Ja, danke schön. Ja, eine Runde wird es bestimmt noch geben. Also wir peilen ja immer so 10 Uhr an, als Limit dann in die Nachtphase zu gehen. Ja, zum Thema Sexualität. Also erstmal, da war eh ein Argument von dir, Dylan, in deinem vorhergehenden Beitrag, den ich noch nicht aufgegriffen hatte, nämlich ob die Steuerung durch den Geist bedeutet, dass dann die Sexualität quasi weggelassen würde. Das sehe ich nicht unbedingt, denn auch wenn es natürlich schön ist, dass wenn die Geisteskraft in der Lage wäre, auch wenn jetzt die Sexualität nicht da wäre, die Steuerung weiter ausführen zu können, so ist es doch eine Bewusstseins- und Motivationskraft. Also niemand wird zum Beispiel sagen, wenn der Geist die Steuerung übernimmt, dann sollen die Sinne wegfallen oder die Gefühle, die Emotionen wegfallen, weil dann reicht ja der Geist. Weil im Prinzip sehe ich diese geistige Ebene, also unsere Vernunftseele, nicht als Ersatz, sondern ich nenne es mal eine Verarbeitungsstufe vorhergehender Erlebnisinhalte und auch Steuerungsimpulse. Das heißt, das Sinnliche und Emotionale, die Bilder, die wir wahrnehmen, werden auch in Begriffe und Begriffsbedeutungen ausgearbeitet auf eine solche höhere Verarbeitungsstufe aufgehoben. Und genauso glaube ich, dass die Motive, die wir haben, Lebensfreude, Genuss, ästhetisches Schönheitsempfinden und auch die Verbundenheit, ist ja nicht nur eine Wahrnehmung, auch die Verbundenheitsherstellung, dieses enge sich miteinander verbinden, wie es, ob jetzt in der Körpersprache allgemein, mit sich umarmen und sich die Hand geben und wie auch immer und ganz besonders in der sexuellen Vereinigung. Ich glaube, das kann etwas sein, was die Vernunft nicht ersetzt, sondern was sie durch ihre Übernahme der Zügel für das Ganze auf eine noch schönere, höhere Ebene bringt. Genauso wie ich schon sagte, dass die Sexualität in ja höchst erfüllter und freier Weise ja auch nur gelebt werden kann, wenn Vertrauen gegeben ist. Und Vertrauen unter Menschen, das setzt aus meiner Sicht voraus, dass wir eben nicht unberechenbaren Motiven folgen, sondern dass wir im Umgang miteinander nach Werten gehen, die der Einzelne, der betroffen ist, als guttun für sich empfinden kann. Und wenn er, so wie ich, ein Mensch ist, der sagt, global denken, lokal handeln tut mir gut, dann setzt es voraus, dass jemand, dem ich vertrauen sollte, der müsste auch verlässlich diese global denken, lokal handeln Steuerung oder Motivation haben. Und wenn das gegeben ist, dann kann ich mit diesem Menschen viel freier umgehen, als das sonst irgendwie möglich sein kann. Auch alles Mögliche ausleben, was sonst allein durch das Misstrauen unmöglich gemacht wird. Also insofern, ich würde sagen, die Sexualität und alles, was es da gibt an niedrigeren Bewusstseinserlebnissen und Steuerungskräften, Triebkräften, Willenskraft dann, all das kann in der Vernunftseele oder in der Steuerung der Vernunftseele zu einer höheren Qualität und Dimension mit hochgenommen werden. Und man muss es nicht als Ersatz verstehen. Kant hat darüber auch mal gesagt, also jetzt diese Verbindung auch von sinnlicher und emotionaler Welt und der Begriffswelt, Anschauungen ohne Begriffe sind blind, Begriffe ohne Anschauungen sind leer. Also wir haben ja keine Bedeutung der Vernunft, die nicht auch gespeist wird aus dem, was wir vorher an sinnlichen und emotionalen Erlebnisinhalten hatten. Also insofern kann ich mir da die Einheit, die sich immer höher entwickelnde Einheit auf unserer Bewusstseinsentwicklung durchaus vorstellen. Und ja, so erlebe ich auch das, was ich bei mir so innerlich versuche auszuarbeiten als Versuchskaninchen der Geistessteuerung, Geistesseelensteuerung. Okay, das ist im
im Moment das, was mir da so einfällt. Gibt es sonst noch was? Ja, also man kann ja sagen, wir haben ja dann in unseren Kommune-Konzepten oder überhaupt jetzt in unserer Kooperation, auch Dylan und ich, haben wir eine tolle Mehrschienigkeit mit drin, die das Ganze ja auch so als großes Experiment auch von verschiedenen Ansätzen oder Zugängen betrachtet und experimentierbar machen will in unseren Kommuneversuchen. Also insofern wird da ja, soll ja keine eingeengt werden, sondern wollen wir diese ganze Offenheit bringen, wo sich zeigen kann, was am Ende wie gut funktioniert. Ne? Und ich habe diese naive Vorstellung, dass eigentlich alle Menschen, wenn sie sich das so richtig klar machen, also wovon redet er öfter, dass unsere Vernunftseele auch unsere höchste und ausgeprägteste Lebenswirklichkeit für uns werden kann. Ja, selbstverständlich, natürlich, es gibt nichts Besseres, nichts Schöneres, nichts Höheres. Warum sollen wir für Niedrigeres leben, wenn wir auch fürs Höchste leben können? Wir rennen da alle los, wir machen da alle mit. Tja, also irgendwie noch nicht feststellbar, so äußerlich. Also alle, die es jetzt hören, bitte schnell angerannt kommen. Was ich nicht verstehe, warum es dich immer nach links zieht in letzter Zeit auf dem Bild. Ja, kann ich dir sagen, weil mein Mikrofon da ist. Ach so, dann musst du das versuchen, nach rechts zu tun. Das kann man. Hören wir noch. Die Technik wird noch weiterentwickelt. Ja. Okay, ich leite weiter. Ja, Gela. Ja. Also ich wollte vorhin nicht mitteilen, dass ich verschämt bin in puncto Sexualität. Ich bin auch sehr, sehr frei und habe schon vieles gelebt. Also viele Arten von Beziehungen, von Gemeinschaften, von Sexualität. Ja, aber mein Hauptargument war ja ganz kurz nur dazu, dass eben ich die Biologen halt befürchten, dass Kommune eventuell schwierig, emotional schwierig wird, wenn dieser Kitt der Liebe fehlt in den zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb der Kommune. Das ist ja das Hauptargument, ne? Ja, ja. Ja, das nehme ich schon auf. Du bist wieder super leise, versuch wieder lauter zu werden. Ah, ja, der Meinung bin ich auch, dass das eine Grundvoraussetzung ist, dass man einfach füreinander tut, füreinander arbeitet und ein Gedanke ist mir jetzt noch entstanden. Also dieses ganze, was in den letzten Jahren so entstanden ist mit der Trans, ich weiß gar nicht, wie man das in der Schule, dass das ganze Thema schon in der Schule groß diskutiert wird, dass das Thema, also ich finde auch, dass das Thema Sexualität viel, viel freier in der Gesellschaft angenommen werden sollte. Oder viel mehr, jeder sollte machen können, was er möchte. Dass es da nicht so solche Verfolgungen gibt, weltweit meine ich jetzt. In Deutschland ist das schon relativ harmlos, das ganze Thema. Homosexualität oder Bisexualität oder Polio. Polyamorie, Polyamoris, ja. Das sind Worte, die habe ich noch nie ausgesprochen, tut mir leid, da hört mein Horizont auf. Wie siehst du denn das mit der neuen Gesetzlage oder der neuen, dass das alles jetzt in die Schulen getragen wird, die Kinder schon informiert werden oder aufgeklärt werden. Ich finde, auf der einen Seite ist ein zweischneidiges Schwert. Und was sagst du jetzt dazu, Dylan? Ich gebe weiter. Ja, ganz, ja, Moment.
Ja, ganz kurz zu deiner Frage, ganz kurz. Das sehe ich tatsächlich ja so, dass ich mit einem lachenden Auge sehe, dass immerhin die weibliche Homosexualität nicht mehr so verteufelt wird und die männliche homosexuelle Anteile nicht mehr verteufelt werden, aber mit dem weinenden Auge, dass es eigentlich nur toleriert wird, wenn es brav monogam ist, weil der monogam lebende Mensch ist nun mal der beste Konsument. Das hat sich herausgestellt in der Marktwirtschaft. Die Ehe wird ja in der Marktwirtschaft geduldet und gefördert. Es ist ja nicht so, dass die Marktwirtschaft nur Singles erzeugt, sondern sie erzeugt ja eben Single und Paare, ja? Aber was sie nicht zulässt, wo die Gesetzeslage auch noch Probleme hat, aber da soll es auch Tendenzen geben, da hat die FDP irgendwas drüber gesagt, dass auch Gruppen demnächst Ehestatus bekommen sollen, also Gruppenehen, ja? Oder dass eben Polyamores auch dann Ehestatus bekommen soll staatlich, das würde ich dann als Fortschritt sehen. Das würde ich dann als großen Fortschritt sehen. Ich will es jetzt aber nochmal erklären und auf Öffes nochmal eingehen. Ich reite ja an diesem Thema nicht rum, also das nochmal als Hinweis, weil das jetzt eine Marotte von mir sei. Ich lebe ja seit längerer Zeit auch ohne Sex und ich kann auch ganz gut ohne Sex leben, aber wissenschaftlich ist das eben das höchste Niveau der naturwissenschaftlichen Überlegung, dass sie sagt, Gemeinschaften scheitern können immer wieder daran scheitern, dass wenn dann mehrere Leute zusammen sind und dann ein Teil monogam lebt, dass dann immer so etwas entstehen wird, dass zum Beispiel die anderen Männer der Gemeinschaft irgendwie immer kämpfen müssen mit aversiven Gefühlen gegenüber den Kindern, die aus der Monogamie entstanden sind und dass immer mögliche Eifersüchteleien entstehen können, dass diese anderen Männer sich zum Beispiel mit der monogamen Frau in die monogame Frau vergucken können und daraus emotionale, eifersüchtige Spannungen entstehen können, heimliche Liebesgefühle, die zu Spannungen führen und so weiter und dann auch dieses Kind nicht so richtig geliebt werden kann und so weiter. Und das war die Argumentation von vorhin, dass also nochmal dir ganz nochmal ganz klar zu sagen, die biologische Logik sagt, Sex ist Verschwendung. Wenn beim Sex nicht unmittelbar ein Kind rauskommt, ist das reine Vergeudung. Und die Evolution hat immer eine Tendenz, Vergeudungen abzuschaffen. Die Frage ist doch nur, warum sind wir so vergeuderische Tiere? Warum haben Menschen so viel Sex im Kopf, anstatt nur einmal die Woche? Einmal eine Woche pro Jahr eine kurze Brunftzeit zu haben und nur dort sich dann mit Sex zu beschäftigen, dort die Kinder zu zeugen, die nötig sind, vielleicht im Sinne auch einer verantwortungsbewussten, vernünftigen Zuchtwahl, ja, die nötigen Kinder zu zeugen und ansonsten Sex wegzulassen. Das könnte die Evolution jederzeit herstellen. Warum konnte sie es nicht? Weil sie diese Orgasmen brauchte als Gefühle, um die Frauen dazu zu bringen, dadurch, dass sie Orgasmen mit anderen Frauen hatten, hatten sie quasi im Gehirn Liebesgefühle gegenüber dieser Frau und diese Liebesgefühle vertrugen sich nicht damit, das Kind dieser Frau zu töten. Das ging dann nicht mehr. Und dafür hat die Evolution diese Ausweitung der Sexualität erzeugt und beibehalten. Und wenn die Frauen mit allen Männern der Gruppe Sex haben, dann weiß eben niemand mehr, wer der Vater welches Kindes ist. Und dann kann es nur väterliche Gefühle allen Kindern gegenüber geben, weil eben der Mann ja gar nicht erkennen kann, welches Kind nicht von ihm ist und welches von ihm ist. Also kann er gegenüber den Kindern, die nicht von ihm sind, gar keine aversiven Gefühle entwickeln. Während in jeder normalen Gruppierung, wenn öff, öff, du und Anke zum Beispiel, ja,
eine tolle Frau, ja? Also wenn jetzt da ein paar Männer, mehrere Männer, du hast ja einen männlichen Mitbewohner, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn da jetzt mehrere Männer noch dabei wohnen würden und mehrere Frauen, aber mehrere Männer auch alleine wären, dann würden sich irgendwelche Männer in die attraktive Anke vergucken und würden vielleicht Gefühle ihr gegenüber entwickeln und würden sich verlieben, ja? Da würde immer eine emotionale Spannung entstehen, ja? Und gegenüber deinem Sohn, dem Yoshi, würde immer wieder eine emotionale Spannung entstehen, weil diese Männer ja wissen, dass dieses Kind nicht von ihnen ist. Und Männer haben nun mal auch das genetische Programm, auch dann sich zu wünschen, ein Kind mit Anke zu zeugen. Aber der Yoshi, der stört eigentlich nur. Ja, der kann weg. Ja? Und diese emotionalen, unterschwelligen Spannungen, die dort vielleicht niemand aussprechen würde, weil wir ja alle verantwortungsbewusst das Gute wollen für die gesamte Gemeinschaft. Verstehst du, Gela, warum ich darüber spreche, ist, weil die Biologen sagen würden, manche Dinge gehen gar nicht. Ja? Weil wir eine bestimmte Genetik haben, und diese Genetik zu bestimmten emotionalen Spannungen in Kommunen führt. Und die meisten Kommunen scheitern ja daran, dass sie nicht glücklich sind. Auch das Z ist nicht glücklich, weil ich würde quasi dem Z sagen, da ihr nicht die richtige Gruppenehe praktiziert, kann es bei euch nichts werden, weil ihr zu viel emotionale Spannungen immer wieder daher bekommt, weil ihr eben nicht ganz raus seid aus der Marktwirtschaft. Ihr müsst alle Tabus abwerfen und eine echte Gruppenehe praktizieren, dann werdet ihr ein Erfolgsmodell. Ja? Und deswegen ist das so, diese Diskussion so wichtig. Ich gebe weiter. Darf ich mal mitreden? Ja, mach ruhig, du hast ruhig noch Zeit aufzuholen. Du hattest vorhin etwas weniger Zeit, kannst ruhig jetzt ein bisschen was sagen. Also, ich habe 5 Kinder großgezogen, meine eigenen. Und sozusagen im Alleingang. Aber immer wieder hatte ich natürlich Beziehungen oder Männer an meiner Seite oder Männer, die sich dafür interessiert haben, für die Familie überhaupt. Teilweise mit Kinder, teilweise ohne Kinder. Also ich tue jetzt mal den Fokus auf die Patchwork-Familie richten. Ich kenne wirklich Familien, da bleiben dann die Kinder lieber bei dem zeitweiligen Vater. Die Mutter ist schon wieder woanders hingegangen. Ein paar ihrer Kinder hat sie in einer anderen Familie gelassen. Und diese freie Wahl, dass auch Kinder ihren Werdegang frei wählen. Also ich möchte lieber bei diesem oder jenem Menschen aufwachsen. Das ist alles möglich bei uns. Und ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass meine Kinder irgendwie gestört haben. Die waren einfach da. Die haben die Männer nicht gestört. Oder auch die Kinder von den Männern, die bei mir mitgelebt haben. Dann müsste aber Kommune eine Kleinigkeit sein. Dann müsste es doch alles wunderbar sein. Warum sind dann die Leute nicht alle total glücklich in den Kommunen, sondern warum haben all diese Kommunen dann die Fluktuation, dass die Leute sagen, es geht mir in der Kommune beschissen und es geht mir draußen beschissen, da kann ich auch draußen leben. Deswegen, Gela, dann müsste es doch ganz einfach sein, in Gruppen zu leben, wenn das stimmt, was du sagst. Ich finde es nicht einfach, in Gruppen zu leben. Deswegen, ja, weil es eben nicht so einfach ist. Ja, das ist nicht einfach. Und ich glaube aber nicht, dass das unbedingt an der Art von der Sexualität liegt. Genau das ist der Punkt, warum ich das immer wieder betone, weil die Biologie ganz knallhart sagen würde, die Kommunen, die wir heute in Deutschland haben, scheitern alle daran, dass sie nicht die Gruppenehe praktizieren, weil das einzige Modell ist, was als Korsett gegen die aversiven Gefühle in der Gemeinschaft steuert. Ja? Und wenn dieses Korsett fehlt, dann funktioniert es einfach nicht richtig. Ja? Und deswegen ist diese Diskussion so wichtig. Aber wir müssen jetzt Euphorb dran kommen lassen. Er ist dran. Ja. Oh ja, ich lausche euch aber auch schon eben ganz begeistert oder ganz gespannt.
Ja, und ich komme nochmal auf den Punkt auch zurück. Also ich glaube tatsächlich, dass wir den Aspekt Sexualität etwas bunter und vielschichtiger betrachten können. Also wenn er nur zur Nachkommenschaft dienen würde oder dann auch solche Konkurrenzeinstellungen damit verbunden wären, wie du das beschrieben hast, Dylan, dann könnte man sagen, okay, wenn wir, was weiß ich, am Ende in der Lage sind, uns zu vervielfältigen, indem die Vernunft dafür Reproduktionstechniken erfindet, die ohne Sexualität auskommen, dann können wir die Sexualität weglassen. Von der Motivation ganz zu schweigen, weil dann wird der Geist halt rein, ne, der das dann technisch bewerkstelligt und gut ist. Und die Evolution würde sowas sofort herstellen, weil die will einsparen. Die Evolution neigt immer zur Einsparung. Aber das, der Punkt ist eben, warum hat sie es nicht geschafft, das einzusparen, sondern hat das ausweiten müssen? Ja, das ist der entscheidende Punkt. Ja, also ich wollte jetzt sagen, wenn man es auf die Nachkommenszeugung, auf die Reproduktion bezieht, aber sogar die katholische Kirche, also weiß ich, bin ausgebildet als katholischer Theologe, die katholische Kirche hat lange gesagt, Sexualität dient der Nachkommenszeugung, alles andere ist Sünde, hat aber jetzt im Laufe des 20. Jahrhunderts ihre Einstellung geändert, die Vatikanischen Konzile, und hat gesagt, nein, die Sexualität hat in der Schöpfungsordnung auch die Funktion, Ausdruck der Liebe und Verbundenheit zu sein unter den Ehepartnern, haben die natürlich gesagt, weil für die gibt es ja nur den Platz in der Ehe. Ich sage jetzt mal Liebespartner. Und wenn man es so betrachtet, dann sind für mich zwei Schlussfolgerungen da. Es ist keine Verschwendung, wenn die Menschen eben, ja, sich, was weiß ich, da sie körperliche Wesen auch sind, während sie ihren geistigen Austausch pflegen, sich dabei in den Arm nehmen oder zärtlich zueinander sind oder ja, den sexuellen und geistigen Erkenntnisrausch vereinigen und was weiß ich. Also gibt es ja da entsprechende spirituelle Traditionen, auch Tantrismus und so weiter. Ja, also das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich auch der Aspekt, den die Gela angesprochen hat. Wenn wir Menschen zusätzlich in der geistigen Ebene etwas haben können, was uns ganz besonders auch erfüllt, dann könnten tatsächlich dadurch auch Lockerungseffekte ja eintreten, dass zum Beispiel Männer, die da in so eine Patchwork-Familie kommen, ein Kind einfach sympathisch finden, also da mit dem Kind eine Wellenlänge haben und das Kind umgekehrt mit ihnen, sodass statt der Konkurrenzgefühle, ich muss jetzt eigene Kinder mit der Frau zeugen und das andere Kind beiseite schieben oder so, stattdessen könnte der Mann vielleicht auch sagen, ach, scheiß was auf die Sexualität und jetzt mit der Frau da wieder ins Bett zu müssen, um Kinder zu zeugen. Das Kind finde ich enorm sympathisch, mit dem trennen wir uns von der Frau und machen gemeinsam die Stiefvater- oder Ersatzvater-Kind-Kommune auf oder Wohngemeinschaft, sagen wir mal, wenn ich das nur zu zweit vielleicht auch mal. Also ich glaube, solche Varianten sind möglich, wenn eben wirklich auch die geistige Verbundenheit, Freundschaft und so weiter einen entsprechend hohen Stellenwert bekommen können. Und dann glaube ich aber auch, also ich interpretiere jetzt mal das, was Gela gesagt hat. Aber Öffel, du weißt, was du damit sagst. Das ist nämlich, dann müssten eigentlich die existierenden Kommunen, wir haben ja hunderte Kommunen in Deutschland, Experimente, ja, die müssten eigentlich alle sehr gut funktionieren, weil es emotionale Probleme kaum geben dürfte. Nee, Moment. Jetzt kommt das andere. Also ich interpretierte Gela so, dass sie sagte, okay, auch wenn das vielleicht möglich ist, ne, dass nicht solche biologische Nachkommenskonkurrenz dann da so ausgeprägt ist, sondern zum Beispiel auch Freundschaft zwischen Kindern und dem Erwachsenen dazu führen kann, dass sie die Frau beiseite lassen und tun sich zusammen und machen eine WG miteinander auf. Das heißt noch lange nicht, dass damit alle Probleme beseitigt sind. Im Gegenteil. Also man kann sagen, dadurch, dass jetzt wir Menschen diese geistige Freiheit haben und viele Varianten leben können, ich habe ja schon gesagt, wir können auch jedes einzelne Motiv, Fressen, Saufen, Sex, Macht, auch egoistisch, maßlos oder pervers ausleben wollen, das macht uns nicht einfacher für ein Zusammenleben, auch in einer Gruppe. Und es ist noch lange nicht so klar dann, also auch wenn Menschen sich da sympathisch sind, auch so ein Kind und ein Erwachsener, ist noch lange nicht klar,
dass die friedliche Kommunikation miteinander, herrschaftsfreien Diskurs, freie Argumentekultur, Konfliktklärungsgespräche, wenn sie Konflikte haben, Entwicklung einer Konsensfindungskultur, dass die das hinkriegen. Das sind alles zusätzliche Bedürfnisse, die bei uns Menschen aber nötig sind, mehr als bei allen anderen vorhergehenden Tierformen und die wir uns hart erarbeiten müssen. Hart sein hingestellt, also kann auch ein großer sich das zu erarbeiten. Aber da sind jedenfalls andere mögliche Problemursachen, warum dann eben das Zusammenleben, auch zwischen dem Kind und dem Erwachsenen, die sich sympathisch sind, warum das vielleicht dann doch schief gehen kann oder warum gerade eben auch größere Gruppenversuche, Kommuneversuche an solchen Zusatzproblemen, sag ich mal, oder spezifisch neuen menschlichen Problemen ganz besonders in Schleudern noch kommen können. Okay, das mal von mir. War auch gleich mein Schlusssatz oder Schlussbeitrag für heute, weil wir haben schon nach 10, ne? Danke euch schon mal sehr für das anregende, den anregenden Austausch mal wieder. Ja. Und umarme euch durchs Internet, ne? Und von meiner Seite aus kann das eben der Verabschiedungsgruß jetzt sein. Ja, und jetzt hat aber Gela noch mal ihre Zeit und danach machen wir nur noch Kurzbeiträge, weil wir dann schleunigst das Ende suchen nach Gela. Aber erst mal Gela noch mal ganz normal. Ja, Gela, du bist dran. Ja. auch viel weiß ich gerade auch nicht mehr zu sagen. Interessant, eure Beiträge. Also, mir geht's, oder ging's auf jeden Fall immer so, dass wenn ich verliebt war, also verliebt und geliebt habe, dann wollte ich auch nur diesen einen, mit diesem einen Menschen zusammen sein, sexuell. Wenn ich mehrere Partner hatte, dann war das, dann ging das nicht ins Verliebtsein rein. Eher dann so sympathisch und freundschaftlich, genau. Also mit anderen, mit mehreren Partnern. Wobei ich allerdings auch nie in Gruppen praktiziert habe. Das ist denke ich, wieder was ganz anderes, in Gruppen Sexualität zu leben. Ja. Das ist jetzt mein Endschluss, mein Endbeitrag. Ich gehe weiter. Ja, also ganz kurz, Gela, weil wir suchen ja jetzt das Ende, ne, für heute wieder. Ganz kurz nur dazu, eben das ist das, was ich jetzt aus biologischer Sicht sagen würde, das ist die ungeheure Macht der Marktwirtschaft, dass wir das emotional durch die Manipulation der Marktwirtschaft bestimmte Dinge eben nicht können, die eigentlich aber in unseren Genen drinstecken. Denn was unterscheidet dich genetisch von einer Frau, die ihr ganzes Leben homosexuell lebt oder bisexuell lebt oder polybisexuell lebt? Und solche Frauen gibt es in Deutschland. Und wir haben in Deutschland nicht unterschiedliche genetische Arten, sondern alle Frauen sind genetisch gleich. Du kannst es jetzt höchstens sagen, diese Frauen sind alle krank. Alle die Millionen Frauen, die homosexuell leben oder bisexuell leben oder polybisexuell leben in Deutschland, die seien alle krank. Das ist eine mögliche These. Aber die andere These ist einfach, vielleicht ist es einfach so, dass die Marktwirtschaft ein riesiges Interesse daran hat, dass wir nur monogam fühlen dürfen, weil wir dann mehr kaufen. Denn sexuell befriedigte Menschen gehen einfach nicht so oft einkaufen, weil sie da schon alleine weniger Zeit haben fürs Einkaufen. Ja? Und das ist die Logik, warum dieses Thema immerhin argumentativ von der freien Argumentekultur so wichtig ist, weil es schließlich darum geht, ob die geisteswissenschaftlichen Experimente die Erfolgschancen haben, dass sie das hinkriegen. Und jetzt, Öffi, zu dir noch, weil ich ja das Ende suche für heute. Du hast aus meiner Sicht Probleme damit, die naturwissenschaftliche Linie nachzuvollziehen, dass eben nochmal ganz knallhart, Sex produziert nichts. Sex ist keine Nahrungsherstellung,
sondern im Gegenteil ein völlig sinnloser Energieverlust, wenn damit nicht ein Kind hergestellt wird. Nur dann produziert es etwas, nämlich Zukunft, Gene in die Zukunft zu transportieren. Aber wenn Sex kein Kind erzeugt, und wir machen ja die meiste Zeit des Jahres, machen wir ja Sex, ohne dass es ein Kind erzeugt, dann ist das ein Verlustfaktor in der Natur. Und solche Verlustfaktoren werden von der Evolution immer nur eingesteuert, wenn sie nicht nur reine Verlustfaktoren sind, sondern zusätzlich noch über diese Liebesgefühle die aversiven Gefühle kontern. Ja, also über die Liebesgefühle, die durch die Sexualität ausgelöst werden, werden quasi die Tendenzen zur Rivalentötung und zur Kindertötung beseitigt. Und das ist entscheidend. Ja? Und wenn Männer zum Beispiel in einer Bonobo-Kommune, die neu zusammengewürfelt wird, weil irgendein Erdbeben das ganze Gefüge auseinandergebrochen hat, ja, dann werden auch die Männer schalten dann auch um auf Homosexualität wahrscheinlich, weil sie auch potenziell bisexuell sind, weil dann die Liebesgefühle wieder dafür sorgen, dass die Männer nicht anfangen, sich überall sozusagen wieder Rivalenkämpfe zu liefern und so weiter. Ja, und das ist der Punkt, dass das also sozusagen die Biologie einfach sagt, wir müssen erklären, diese ausgeweitete Sexualität, wir dürfen sie nicht nehmen als etwas, das da ist, was jetzt auch die katholische Kirche akzeptiert, dass es da ist, sondern wir müssen nächste Woche darüber weitersprechen, dass es eben die katholische Kirche auch erklären muss, warum soll denn Sexualität im Alltag sinnvoll sein, wo doch eigentlich in der Natur immer nur das Sparsame überlebt, nämlich Sex nur dann zu machen, also nur die Gruppen, nochmal auf das Gruppenbild zum Schluss, nur die Gruppen doch überleben. Also wenn eine Gruppe einen Weg findet, ohne Sex auszukommen, nur den wenigen Sex zur Fortpflanzung, einmal pro Jahr eine Woche, ja, und sonst nie, dann hat die einen riesen Vorteil, weil die Leute alle viel mehr Zeit haben, Ressourcen zu beschaffen, Nahrung zu beschaffen, Wirtschaft zu betreiben. Diese Gruppen wären alle viel erfolgreicher als die anderen. Aber warum musste die Natur dabei bleiben, die ausgeweitete Sexualität zu praktizieren? Weil bestimmtes aversive Gefühle zwischen Menschen nur unterbunden werden konnten, das ist jetzt die biologische Aussage, durch die Liebesgefühle, die quasi den aversiven Gefühlen einen Konter geben und sie die aversiven Gefühle quasi unterbuttern, unter den Liebesgefühlen wegdrücken. Und anders konnte es die Natur nicht, ne? Also, aber beim nächsten Mal müssen wir das einfach weiter diskutieren, weil das argumentativ einfach sehr wichtig ist, auch für die Zuschauer sehr wichtig ist, dass wir da, ja, ich gebe weiter. Ja, also ich kann nur noch mal mit einem Satz vielleicht sagen, ja, aber stellen wir uns vor, es ginge nicht mehr um die Nachwuchszeugung und stellen wir uns vor, dass mit der Konkurrenz, also der Aggression, dem Aggressionsabbau der anderen Männchen oder auch Weibchen gegenüber fremdem Nachwuchs, wäre auch nicht mehr das Motiv, dann ist es immer noch nicht überflüssig, ist ja meine Behauptung, sondern so Sex, Zärtlichkeit, schon ein bisschen in den Arm nehmen, Körpersprache und so weiter, erzeugt Oxytocin und erzeugt also eine tolle, schöne Verbundenheit und eine super Atmosphäre, um dann bestmöglich auch geistig sich zu höchsten Erkenntnissen aufzuschwingen. Und aber diese guten Gefühle und Oxytocin, das ich immer noch nicht aussprechen kann, ich habe es schon tausendmal geübt, diese guten Gefühle und die guten Hormone, die könnten doch ganz problemlos auch durch Nicht-Sex und durch andere Tätigkeiten, durch Denken zum Beispiel, durch vernünftiges Denken ausgelöst werden und wären ja dann genauso vorteilhaft. Also die wissenschaftliche Frage ist, wir müssen erklären können, warum diese Glücksgefühle und Hormone gekoppelt sind an den Sex und nicht an was anderes. Ja? Kann ich dir sagen, weil wir körperliche Wesen auch sind. Also wenn wir nur geistige Wesen wären, könnte vielleicht nur das Miteinander denken und wäre ja dann auch das Einzige, diese Verbundenheit herstellen. Da wir aber Körper-Geist-Wesen sind, genau, ist die körperliche Nähe, Verbundenheit das Schöne, was wir da uns körperlich auch miteinander bereiten können. Und genau das müssen wir das nächste Mal weiter diskutieren, weil da die Biologie sagen würde, der Körper könnte doch aber auch völlig anders sein und könnte einfach auf die Sexualität verzichten.
Da ist er aber nicht. Und warum sollte er anders sein, wenn das, was da ist, schon sinnvoll ist? Und jetzt, aber warum verzichtet er nicht auf die Sexualität, wo sie doch reine Verschwendung ist und eigentlich die Leute vom Arbeiten abhält? Das tut sie ja nicht, weil sie ist ja ein Erlebnisinhalt auch. So wie ich sagte, die Sinneswahrnehmung füllt uns die Begriffe und so füllt uns auch das sexuelle Erleben, gerade dieses Einheit und Liebes, die Bedeutung dieser Begriffe. Aber gut, das machen wir. Wir sollten das nächste Woche machen, genau. Das ist hochinteressant, weil da sehe ich noch Gesprächsbedarf, Argumente da. Ich umarme euch beide nochmal, ganz ehrlich. Ja, ich umarme euch auch. Und tschüss. Alles klar, können wir vertagen auf nächste Woche, gell? Wir greifen diese spannenden Sachen, greife ich ja immer wieder mal auf, weil die so wichtig sind, weil es um die Frage geht, ob es sein könnte, dass die Kommunen, die in Deutschland bis jetzt existieren, gerade deswegen so viele Probleme haben, weil sie bestimmte Naturgesetze nicht berücksichtigen. Ja, und hier geht's um die Diskussion, welche Naturgesetze wirken bei Menschen. Ja? Oder kann der Mensch sich von allen Naturgesetzen befreien und rein mit der Geisteskraft die Dinge lenken? Das ist die interessante Frage. Tschüssi, bis zum nächsten Mal, oder? Ja, tschüss. Tschüss.